Moin, Freunde gepflegter Rockmusik, herzlich willkommen im kleinen Rockarchiv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es ins Jahr 1985 mal wieder zurück. Also wieder weit. Senno Roth. Der kleine Bruder von Uli John Roth. Hat ein paar nette Alben rausgebracht. Vor allem sein erstes hat es mir sehr, sehr angetan. Wieder veröffentlicht bei MTM 2004 haben sich Ule Rüttgen, Michael Flexig und Senno Roth zusammengetan. Gitarre, Gesang, Bass mit ein paar Gastmusikern und haben halt ein wirklich schönes Melodic-Rock-AOR-Album rausgebracht. Kann man nicht anders sagen. Die Produktion ist natürlich typisch 80er-mäßig. Wurde auch auf dieser Wiederveröffentlichung beibehalten. Das Schöne an dieser Wiederveröffentlichung ist aber auch, dass hier diverse Bonustracks mit bei sind, die aus dem Schaffensprozess dieses Albums stammen. Das heißt, bei so ein paar Songs kann man auch hören, wie sich der Song nochmal verändert hat. Denn die frühen Versionen von zum Beispiel Don't Count Me Out, Sign on the Sky, How Can I Know, Don't Tell the Wind, haben mehr so einen leichten Rock-Touch drin, während die späteren veröffentlichten Versionen dieser Songs doch mehr AOR sind. Mid-Tempo ist hier vorherrschend. Also es wird nur ein, zwei Mal das Tempo wirklich angezogen. An ein, zwei Stellen hört man auch so ein ganz klein wenig den großen Bruder raus, aber der spielt hier nicht mit. Was man zwar auch bei solchem Cover-Artwork vielleicht hätte erwarten können, aber dem ist nicht so. Stattdessen haben wir hier so ein paar nette Gastmusiker mit Stuart Elliott, Drury Kay und Chuck Berge, die an den Drums sind, und mit Carl Marsh und Don Airey an den Keyboards. Das Ganze wurde digital remastered, hat dem Sound ganz gut getan, denn jetzt klingt es eindeutig ein bisschen frischer, ein bisschen kräftiger. Die Gitarren stehen ganz klar im Vordergrund. Trotzdem hört man die Keyboards wirklich sehr, sehr, sehr deutlich heraus. Der Gesang von Michael Flexig ist meistens sehr hoch. Gut, muss man mit klarkommen, sag ich mal. Ist nicht das Schlimmste, wie ich denke. Wer also mal auf eine schöne AOR-Scheibe aus deutschen Landen setzen möchte, dem lege ich dieses Ding ans Herz. Die Scheibe gibt es noch, kriegt man auch beim großen Versandhändler mit A noch, ohne dass man zu einem Marketplace-Händler gehen muss. Und ja, Senno Roth. Tragisch ist natürlich, dass der gute Mann schon vor 4 Jahren verstorben ist. Gerade mal 61 Jahre alt geworden, das ist natürlich viel, viel, viel zu jung. Und insofern würde ich sagen, um sein Erbe mal ein bisschen hochzuhalten, hört euch doch mal so großartige Songs wie Eastern Sun, Far Away, Don't Tell the Wind, Sent by Heaven, Circles of Dawn, ach, das ganze Album ist klasse. Ich verlinke euch wie üblich ein bisschen was dazu. Ihr könnt ja einfach dann reinhören, vielleicht ist es was für euch und vielleicht fehlt es dem einen oder anderen halt noch im Plattenschrank oder im CD-Schrank. Als LP ist es, glaube ich, nicht veröffentlicht worden. Und dann hört doch mal einfach rein und wer weiß, was dann passiert. In diesem Sinne, viel Spaß, schönen Nachmittag oder schönen Tag weiterhin. Lasst auch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da, auch darüber freuen wir uns. Und nun empfehle ich euch nochmal. Senno. Die erste. Schlicht Senno. Viel Spaß damit. Rock on.